Hallo und herzlich willkommen zu Diablo 4. Wir machen weiter und wir sprechen ihn einfach nochmal an. Mal gucken, was er jetzt schon wieder hat. Er hat unserem Orden neues Leben eingehaucht. Unsere Druiden kehren langsam zurück. Zumindest die Überlebenden. Viele sind es nicht. Ich hatte einst einen Lehrling, Aideen. Ihr Gemüt war feurig. Ist vor keiner Herausforderung zurückgeschreckt. Nicht einmal vor Astaroth. Ich befahl ihr zu bleiben. Natürlich hat sie das nicht aufgehalten, siehe. Sie ist jetzt tot. Aber ihr Geist ist an den Kampf gefesselt, der ihr Ende war. Wieder und wieder steht sie ihm gegenüber. Bitte, helft ihr, sich zu befreien. Na gut. Na, könnt ihr das nicht selber tun? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Also gut. Da oben müssen wir hin. Dann machen wir das halt noch. So, Pferdchen. Und dann wollen wir da hochreiten. Jetzt wissen wir, warum die ganze Straße so matschig ist. Es regnet. Also gut, hier müssen wir irgendwo gucken und suchen. Steht nicht nur so rum. Helft mir. Was? Ja, ich war aufgebrochen, um einen Segen zu bitten, als ich von einem wilden Tier angefallen wurde. Der tiefe Wald ist seit jeher gefährlich, aber die Tiere wirken noch aggressiver als sonst. Ich konnte es abwehren, aber es hat sich ein Stück von meinem Bein gegönnt. Habt ihr vielleicht einen Trank für mich? Oh, vielen Dank. Ich sollte nach Hause gehen. Solange die Tiere so aufgebracht sind, ist es nicht sicher hier. Na dann. Wollen wir mal hinterherlaufen? Und verschwunden. Okay, mal wieder was abgeschlossen. Da gucke ich dann aber. Saisonal. So, 5 von 11 Zielen. Da ist halt gar nichts, ne? Was haben wir hier eigentlich noch zu machen? Flüstert ein Baum, muss ich auch noch hin. 8 Keller, ein Hammer. Trank. Okay. Naja, wir haben mal so ein bisschen schon mal was gemacht. So, jetzt tun wir erstmal. Eine Truhe. Wer ist das? Wir können nicht alles niederbrennen lassen. Ich gebe mein Zuhause nicht auf. Ja. Oh, die kämpft gegen mich. Sehr seltsam. Okay. Und jetzt geht's zurück zu den Typen da. Na, ist klar. Also wenn das alles war, dann bin ich ja zufrieden. Da wird er wahrscheinlich noch mehr Aufgaben haben. Also gut. Wirklich? Oh, bei den Geistern. Mein aufrichtigster Danke. Ich
Sie stand kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung. Ich hatte für diesen Anlass einen Stab anfertigen lassen. Er hätte ihn fast mit ihr begraben. Aber das schien mir falsch. Hier. Sie würde wollen, dass es in guten Händen ist, statt in der Erde zu verrotten. Also gut. Dann wollen wir mal als Karte. So. Vorrangige Quest. Hier gibt doch ein bisschen was zu machen. Puh. Okay, das ist alles so Zeug, wo man halt echt. Folgt dem astralen Ruf. Ruf der Unsterblichen. Okay. Das können wir auf jeden Fall machen. Ken Badu ist hier unten irgendwo, ne? Ich habe keine Ahnung von der Karte, ne? Ah, da drüben erscheint dann der Ding. Geht es dann. Ken Badu. Genau, hier sind wir. Da reisen wir auch gleich mal hin. Muss ich aber erstmal. So, jetzt musste ich mir erstmal die Nase putzen, bevor wir hier weitermachen. Also gut. Da müssen wir hoch. Ich könnte natürlich auch vorher. Echt? Leckt das jetzt? Nee, gut. Also, bevor wir das machen, schauen wir erstmal, was wir jetzt hier an Rüstung haben. Das hier sieht gut aus. Alles andere brauchen wir jetzt eigentlich nicht, ne? Stab. Okay. Mal was Neues. Ansonsten gibt es da, na ja, gut, die Handschuhe. Sehr schön. Alles andere können wir nicht weghauen. Aufwertung 1 von 3. Plus 8 Lebensregeneration hat der, wo ich gerade trage. Und der hier. Plus ein Sockel. Lass mal die an, die ich gerade trage. Und du musst das ganze Zeug hier weghauen. Alle, oh, ich kriege alle Gegenstände nehmen können. Ne? Was ist damit? Die kann ich nicht weghauen. Die muss ich dann verkaufen, ha? Huh? Naja, wie auch immer. Dann soll es so sein. Wir wollten hier oben weitermachen. Büro des Magistraten. Ach, das muss auch noch geladen werden. Ja, da war ich tatsächlich. Nehmt diese Vorräte und eilt. Sie könnten bald über euer Lager herfallen. Ja. Ein Urahn? Und ihr habt mit ihm gesprochen?
Und es überlebt trotz eures Vampirismus? Das könnten wir nutzen. Vielleicht müssen wir das auch. Erklärt. Es heißt, dass es einst Vampire unter den Urahnen gegeben habe. Doch das ist schon lange her. Vielmehr weiß ich selbst nicht. Was ich aber weiß, ist, dass es in Havesa eine uralte Grabstätte gibt. Sollten wir einen Vampir aus jenem Zeitalter in annehmbarem Zustand und potentes Blut finden, gibt es Rituale, die ich versuchen könnte. Na dann. Betretet das stinkende Mausoleum. Alles klar, da sind wir dabei. Kann ich hier die... Nein, die Karte kann ich nicht angucken von hier. Ja, also die alten Klamotten haben mir auch besser gefallen. Der Stab auch, der alte. Der jetzt nicht so... Also, wo ist denn diese... Es muss ja nicht immer alles so weit weg sein, ne? Es kann ja auch um die Ecke liegen. Ja, ist es halt einfach mal nicht, ne? Da ist der Baum. Da muss ich hin. Wie praktisch. Also gut. Dann machen wir das mit dem Baum und mit dem Dungeon. Und dann schauen wir mal, was Sache ist. So. Ich muss erstmal zum Baum. Es ist getan. So, Brustpanzer. Chaos. Bedienung eines Königs würdig. Sehr schön. Na, Etappe 2. Na dann. Wir wollen aber also ein ganz schönes Stück bis da hoch. Ich habe es doch markiert, oder? Ich habe sie jetzt mal weggeklickt, dieser scheiß Controller hier. Jetzt hat. Ich komme da nicht hin. Weil ich tatsächlich so blöd außen rumlaufen. Achso, ich habe ja ein Pferd, ne? Ach Mist, das wollte ich gar nicht. Ich will mal ein Pferd haben. Die hat voll viel gewesen mit dem ganzen Scheiß hier. Und es geht auch nicht. Was ist denn da los, verdammt? Ist da irgendein blödes Fisch da drin, oder? Ja.
Alter. Unglaublich. So, Pferd. So. Ich muss da irgendwie hoch. Bin ich froh, dass ich ein Pferd habe. So, der scheiß Sumpf. So, kommt her. Immun. Scheiße. So, okay. Dauert mal rein. Das Mausoleum. Ein bisschen verschnupft, aber es soll uns nicht aufhalten, da reinzugehen. Haltet hier ein Auge nach intakten Überresten offen. Am besten so, nehmen wir das Risiko und nehmen nur den Schuss. Oh je. Dann brauchen wir nur noch potentes Blut. Zum Podest. Diese Vampire werden davon reichlich in ihren Blutbrunnen haben. Also, die ersten Gegner sind... irgendwie rockt es nicht mehr so wie vorher. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Okay, wir brauchen diese Blutsteinprobe. Na super. Wir haben einen Mörser unterwegs. Was soll? Das ist hier meine. Die sind ganz schön zäh, Millionen, muss ich sagen. So, okay. Dann mal weiter im Text. So. Immun, oh, das krieg ich ja gar nicht. Sonst ist man hier immun. Wahnsinn, immun. So, wir haben noch ein paar. Wir sind alle viel zu schnell, die Monster. Und wir sind zu langsam. Nachdem. Schon wieder immun. Oh, wie so ein scheiß Ding hier. So, wo ist denn dieser blöde Stein? Oh je, es gibt verzaubert.
vampirisch. Das reicht. Ist natürlich, schießt sie daneben, ne? Blutstein. Das scheint mir aber auch hinzugehen. Denke ich mal. So, dahin. Dann müssen wir da drüben weiter. Dasselbe in grün, ne? Geliebten Narren. Ich bete, dass dich dieser Brief in Sabinzett erreicht, bevor du abreist. Ich ertrage den Gedanken nicht, wie du durch den Sumpf wartest, ohne meine Stimme in der Tasche zu haben, die dich nörgelnd antreibt. Du wirst Akarats Grab finden. Das spüre ich in meinen Knochen. Lass dich vom Licht leiten. Und möge unsere Liebe dein Mut sein. Alles klar. Was ist das für Horden auf einen zukommen, ne? Das ist schon ganz schön bitter. Vielleicht soll ich auch mal umswitchen und vielleicht mal eine statt hier Eis vielleicht mal Feuer benutzen. Ich habe am Anfang jetzt nicht gedacht, so mal gucken, und dann hört es auf, genau. Genau, wenn wir da reinrennen, ist die Fähigkeit weg. Das ist natürlich bitter. Sind die auch irgendwie... Saugen die auch irgendwie Mana ab oder was? Seltsam. Also gut. Wir müssen zurück. Die können sich auch schneller aufladen, diese Schreine. Das wäre natürlich auch richtig cool. Naja, gucken wir irgendwelche Viecher. Halt. Okay. Also gut. Oh Gott. Das dauert wieder ewig, ne? Diese drei. Und das Spiel ist ganz wichtig. Da bin ich mir jetzt echt keinen Bock, ne? Diese ganzen ellenlangen Aufgaben. Ich habe schon die zwei Steine gesucht, dann die drei Haufen, dann kommt ein Endboss. Da machen wir dann wirklich zwei Teile draus, das ist nämlich echt zu blöd. Und es dauert mir echt zu lang jetzt. Magier,
Was ist halt auch der Massensatz jetzt mal wieder. Okay. Das ist halt mal cool, ne? Das ist cool. Hier ist ein Nest. Die reißt halt auch nicht mit ihrer Armbrust. Schieß doch einfach auf diesen scheiß Haufen. So. Dann können wir rausrennen. Der andere will wohl kaum jetzt hier rausrennen, oder? Den haben wir. Der ist der Affrit. Natürlich schon bitter. Komm, schieß halt auf den drauf. Was ist denn los? Okay. So, andere Richtung. Durchlaufen ist auch immer blöd, ne? Da haben wir schon Tore. Dann kann man durchlaufen. Also so. Wenn die jetzt alle auf einmal her. So ein Elite-Monster. Ernsthaft. Das wird doch wieder mal nichts werden. Okay. Ah, die mag ich ja gar nicht, ne? Die gehen mir komplett auf den Keks. Die müssen dann weiter oben lang. Da sind wir dann den halben Dungeon hier abgelaufen. Die reißt halt gar nicht, ne? Ich laufe jetzt einfach durch mit dem Kreis. Ah, da geht's zum nächsten. Dieses ganze Rumgelaufen und alles. Killen wollen. Ist der immun, wie den blöden Ding da. So. Fähigkeit. Ich kann halt echt nichts sagen. Und jetzt
Ist der da unten? Naja, wo ist das hier? Na ja, klar, so noch irgendwie dann. Wo das Monster dabei ist. Klasse. Wird langsam voll da drinnen. So Leute, na gut. Nur noch mehr andere Eier. Okay. Das haben wir gesucht. Ihr seid noch im Besitz eurer vollen geistigen Kräfte? Keine seltsamen Gefühle? Überanstrengt euch nicht. Tür ist versiegelt. So, hier noch ein Leichenhaufen irgendwo, Eier. Okay. So was Blödes. So, ich hab immer mehr. Und die Ladezeit von einer Minute ist halt einfach viel zu lange. Für die Vorbereitung. So, aufhalten. Sieben Sekunden. So. Pass auf. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zeit für die Vorbereitung. So. Die bringt ganz einfach. Noch mal ein bisschen. Hier. Boah, fast voll, ne? Wo sind die andere jetzt? Die wartet da vorne oder was? So. Jetzt hat. Ich muss erstmal ein Inventar ausleeren. Das hilft hier nämlich gar nichts. Und dann sehen wir mal weiter. So, komm schon, lad ein bisschen schneller. Genau. Also. Kappe. Okay. Sehr cool, eine ordentliche Rüstung. Das haben wir nicht. Das hier braucht auch niemand. Handschuhe, okay. Da gibt es schon ganz gute Sachen, ne? Aber vieles brauchen wir ja gar nicht. Das hier auch nicht. Okay. Wo ist der Schmied da unten? So. Da unten. Da unten. Ist ja gar nicht. Was, wo sind da jetzt? Bin ich da jetzt blöd? Schmied. Rüstungen unten. Also. Doch da ganz runterlaufen. Das sieht abgenutzt aus. So. Ich kann es reparieren.
Alle Gegenstände. Ich kann das zerteilen. Sehr cool. So, guck mal auf. Kann man noch verwenden. Sehr cool. Jetzt kommen wir wieder zurück. Belohnung freigeschalten. Sehr geil. Also bringen wir das hier hinter uns. Ja, sieht schon. Ich mag diese Kopfbedeckung hier gar nicht. Aber gut. Hier haben wir den Mikroschock. Und meine Begleitung ist jetzt schon wieder abgehauen. Ich sollte einfach viel offensiver spielen. Jetzt sehen sie nämlich gar nichts. So, komm schon. Dann kommen wir hier hinten rum. Ja, das ist natürlich scheiße jetzt, ne? Oh nee, komm. Ja, ist ja gut. Muss ich aufpassen, dass er hier nicht wieder casht. Das ist natürlich auch blöd. So, ich sehe schon. Jetzt will er wieder seinen Tentakel auffahren. Aber den kriegen wir schon. Also. Alles klar. Ein Zeug im Staub, ja. Da gehen wir wieder zurück und schauen mal, was wir erreicht haben. So, Dollar. Und die... Das muss doch auch hier unten irgendwo sein. Wo war das gewesen? Bei dem Baum? Hier? Nee. Bluternte. Dass es nicht angezeigt wird, ne? Das regt mich auf. Das ist... Dass man da nicht irgendwie... Grün. Ja, wo ist denn grün? Das ist es aber nicht. Sehr, sehr seltsam. Ist es noch im Dungeon drin? Ich weiß es nicht. Habe ich doch gerade leer gemacht. Dungeons zurücksetzen, naja. Also gut, gehen wir nochmal zurück. Das gibt's ja gar nicht. So,
Folge im Staub. Ja, was will ich denn noch hier unten? Ja, das ist aber auch nichts, ne? Heilbrunnen. Geht's irgendwo noch weiter? Auch nicht. Schließ die Etappe 2 ab. Okay, muss ich jetzt den ganzen Mist hier machen. Okay. Schön, dann ja, war es das gewesen. Machen wir halt mal irgendwas anderes im nächsten Teil. Bis dann wünsche ich euch was. Macht's gut.